Von Vorenburger aus Vorarlberg kommt jetzt das Braumeisterweizen. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt richtig Lust auf das heutige Bier. Das kommt aus dem Westen Österreichs. Und ist tatsächlich in Wien relativ schwer zu kriegen. Insofern an dieser Stelle mal wieder danke an den Martin Gamon, einen Vorarlberger, der mir dieses Bier mitgebracht hat und der mich überhaupt relativ häufig mit Bieren aus dem Westen der Republik versorgt. Und nicht nur daher, auch aus anderen Ländern. Es geht an den Braumeister Weizenbock und diese Braumeister-Edition, da gibt es bei Vorenburger meines Wissens drei verschiedene Biere. Eines davon ist eben dieser Weizenbock und ich habe irgendwo gelesen 16,2 Grad Plato, ja 16,2 genau, da steht es ja, Weizenbockbier mit 7,2 Volumenprozent Alkohol. Ja, aus dem Blumenland kommt das Ganze. Und das Geheimnis in diesem Weizenbock soll die hauseigene Reinzuchthefe sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da ins Glas bekommen. Ihr wisst ja, Weizenbiergläser einschenken ist eine meiner Paradedisziplinen, wo es immer regelmäßig lustig hergeht. Wir werden es mal heute wieder versuchen. Ich bin zwar gerne Weizenbiertrinker, aber muss fairerweise gestehen, ich bin eine Flasche im Einschenken. Ich glaube, ich mache heute der ganzen Geschichte wieder mal alle Ehre. Was natürlich gar nicht gut ist, weil auch hier die Hefe natürlich unten ist und ich weiß, ich muss sie aufschütteln. Sonst kriege ich wieder böse Mails von euch. Aber trotz alledem ist natürlich der Westen Österreichs und das ist vielleicht für diejenigen, die jetzt außerhalb von Österreichs zuschauen, ganz interessant, doch eher ein Gebiet, wo man das ein oder andere gescheite Weißbier herbekommt. Zillertaler Brauerei fällt mir da noch ein, Schladminger. Und überhaupt wird ja natürlich da auch dann doch recht viel Ski gelaufen. Und Weißbier ist dann tatsächlich ja etwas, was man auch sehr gut auf der Skihütte genießen kann. Zumindest ich tue das. Und ich versuche jetzt da mal ein bisschen weiter voranzukommen, dass wir das dann noch unterbringen. Ja, das werden immer die längeren Videos, wo es um Weizenbier geht. Und ich könnte jetzt schon ein bisschen was darüber sagen, aber ich tue das nicht. Aber es fällt schon einiges auf. Aber ich habe es auch gleich geschafft. Der Osten Österreichs ist tatsächlich eher schwierig, was Weizenbiere angeht. Im Westen tatsächlich ein bisschen besser. Oberösterreich natürlich bedingt durch die lange Zugehörigkeit zu Bayern, dann auch eine der Weißbierdomänen in Österreich. Allerdings, wenn man dann weiter runter geht, so Steiermark, ich glaube, da wird es dann richtig schwierig, ein gescheites Weißbier zu bekommen. So, jetzt würde ich mal sagen, haben wir das hier zur Gänze überstanden, das Drama. Oder ich habe es zumindest überstanden und ihr dann auch. Aber Optik entschädigt dann doch. Schönes naturtrübes Bernstein haben wir hier im Glas. Viel lebhafte Kohlensäure, wie sich das für ein Weißbier gehört. Oben eine schöne Krone obendrauf, in Weiß gehalten und wie gesagt auch eine schöne Naturtrübung. Also alles in allem ein Weißbier, was dann so richtig Lust macht in der Nase. Und das habe ich eben schon fleißig mitbekommen, ist so eine schöne reife Banane, Nelke mit drin, aber auch ganz kräftige so würzige Noten. Also das ist tatsächlich ein bisschen Weißbier untypisch, dass es dann doch etwas stärker gehalten ist. Im Sinne, cheers! Ja, sehr schön cremig. Erster Eindruck, Banane, Nelke, das passt alles soweit. Was mir auffällt, ist, dass es vergleichsweise wenig vollmundig ist. Normalerweise
hat man ja bei einem Weißbier dann doch, gerade wenn es ein Hefeweißbier ist, hat man ja dann doch so ein richtig schönes, kräftiges, volles Mundgefühl, auch bedingt durch den Weizen. Das habe ich jetzt hier nicht. Es ist tatsächlich ein bisschen zurückhaltender auf der Weizenmalzseite. Dafür ist es dann, hat schöne würzige Noten, also richtig schön kräftig. Ich überlege jetzt gerade, ob mir das ein bisschen zu kräftig ist und finde es aber eigentlich dann wieder, muss sagen, na, es hat was, auch ein bisschen was mit Charakter zu tun. Und ich glaube, dieses Bier bringt dann doch ein bisschen Charakter auch, gerade eigene Einflüsse, eigene Interpretationen. Ich finde eigentlich, das passt sehr gut. Und je länger man dieses Bier trinkt, desto mehr Spaß macht es dann auch. Es ist einfach immer diese Erwartungshaltung. Man hat eine andere Erwartungshaltung und dann kommt was dazu und man sagt, ha, was macht denn das da drin? Es hat auch eine leicht subtile Bittere. Nicht zu stark, aber es sind so leicht herbe Noten mit dabei. Also im Vergleich zu anderen Weißbieren, die dann auch so eher auf der süßlichen Seite zu Hause sind, ist hier gar nicht so der Fall. Wobei ich jetzt auch sagen muss, die alkoholische Note ist so ein bisschen an der Grenze. Man merkt schon, okay, es ist jetzt kein normales Weißbier, es ist ein bisschen mehr Alkohol drin, aber es ist noch nicht so, dass man den Alkohol eher vordergründiger schmeckt. Kohlensäure sehr intensiv, wie sich das für ein Weißbier gehört. Beim Körper würde ich sagen, solider, mittlerer Körper. Und dann auch bei der Textur ist es eher eine schöne, feine Cremigkeit von der Kohlensäure-Verbindung mit dem Schaum auf der Zunge. Es ist jetzt auch kein Bier, was sich dann hinten im Nachtrunk in Komplexität irgendwie erschöpft. Es ist solide gemacht. Banane geht ein bisschen zurück, wird vielleicht die Reste, die man von der Banane hat, werden noch ein bisschen, gehen mehr in diese reifere Richtung, reife Banane. Nelke nimmt vielleicht ein bisschen mehr zu. Würzigkeit zieht auch ein bisschen an, kriegt vielleicht auch ein leicht mehr Körper hinten raus. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das ein sehr straightes, sehr gerades Bier. Vor allen Dingen, was ich eben schon gesagt habe, mit eigenem Charakter, wo man sagen kann, ist ein Weißbier Bock, den man dann doch auch wieder unter mehreren herauskennt. Allein wegen dieser würzigen Note und so nach ein paar Minuten Trinken dieses Bieres muss ich sagen, es ist dann tatsächlich so, wie ich am Anfang gesagt habe, es hat seinen eigenen Charakter. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir schmeckt es und das ist in dem Fall vielleicht für mich persönlich zumindest das Ausschlaggebende. Für den Forenburger Weizenbock aus der Braumeister-Edition, aus der Braumeister-Serie von ProbierTV gibt es 3,5 Punkte für den Forenburger Weizenbock aus dem Osten Österreichs, aus dem Westen Österreichs gebracht in den Osten, so rum muss es sein. Und wenn ihr andere Weizenböcke, müsst ihr ja nicht aus Österreich sein, kennt, die ich mal versuchen sollte, die ich noch nicht am Kanal hatte. Ich bin ein großer Freund von gut gemachten Weizenböcken. Schaut mir am Kanal nach, da habe ich den einen oder anderen schon mal verkostet und da waren wirklich ein paar Schätzchen dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, Baba, servus, Prost und ahoi. Tschüss.